Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Heute geht's um diese drei Aufgaben. Löse die Geheimnisse von Hogwarts, denn in meinem eigenen Playthrough für die Platin-Trophäe musste ich selber danach googeln und ich dachte, mir macht es vielleicht Sinn, alle drei Geheimnisse einmal zu zeigen. Über zwei fällt man quasi, während man durchs Schloss läuft. Man stolpert da quasi drüber, wenn man die Story spielt. Aber eins ist ein bisschen mehr versteckt. Ich würde sagen, wir gehen direkt zum ersten, damit ihr nicht viel Zeit verliert. Ich werde unten Timestamps machen, da könnt ihr durch die drei durchspringen. Falls euch nur noch eins fehlt, dann wisst ihr ganz genau, welches ihr braucht. Und fürs erste müssen wir natürlich erstmal nach Hogwarts. Für das erste Geheimnis müsst ihr auf diese Brücke hier. Da geht ihr am besten zum Flohfeuer zur Flohflamme Viadukt hoch. Und von dort aus schaut ihr quasi direkt drauf auf das Geheimnis. Und zwar ist das Geheimnis genau hier auf der Brücke. Hier sind so vier Feuertöpfe mit einem Zeichen dran, mit einer Nummer dran. Hier ist ein Kanaldeckel und da vorne ist eine kleine Legende, welches Zeichen welche Nummer hat. Und ich will euch das jetzt nicht ganz vorkauen. Ein bisschen sollt ihr auch noch selbst hier erforschen. So viel sei gesagt, ihr müsst die Nummern passend zu dem Zeichen hier unten machen und natürlich das Ding hier erstmal mit Feuer anmachen. Dann habt ihr gesehen, bewegt sich das Zahnrädchen und wir können das Ganze hier drehen. Das müsst ihr bei allen vier Flammen machen, die zwei da hinten, die zwei hier vorne. Dann geht der Kanal auf, ihr könnt nach unten und habt das erste Geheimnis gelöst. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum zweiten Geheimnis. Das ist nämlich nicht so weit weg. Das nächste Geheimnis befindet sich genau hier am Glockenturm, beziehungsweise im Glockenturm. Dafür geht ihr am besten zur Flohflamme Hof des Glockenturms, heißt es, glaube ich. Falsch hier, Hof des Glockenturms müsste es sein, genau, Hof des Uhrenturms. Und beim Uhrenturm geht es um dieses Pendel hier und die verschlossenen Türen, die ihr jeweils im Uhrenturm findet. Zum Beispiel diese hier, die ist bei mir noch offen. Deswegen würde ich sagen, wechsle ich mal ganz kurz auf meinen anderen Account, damit wir das Rätsel gemeinsam lösen können. Wichtig ist, dass ihr den Zauber Glacius schon gelernt habt. Glacius, damit könnt ihr Dinge einfrieren. Und hier ist eine dieser Türen, die ich meinte. Und da seht ihr, dort ist ein Einhorn drauf. Wenn man wartet, geht's auf und dann geht's wieder zu. Und das hat was mit dem Pendel zu tun. Weil, wenn ihr genau. Oh, da oben ist die Buchseite, die will ich haben. Da war die. Die will ich haben. Stopp, stopp, stopp. Video, stopp. Die Buchseite brauche ich. Egal, hole ich gleich. Also, wenn ihr das Pendel euch mal ein bisschen genauer anguckt, dann seht ihr, dass da oben diese verschiedenen vier Zeichen sind. Da ist das Buch. Ja, damit. Danke. Und ganz links ist das Einhorn. Seht ihr das? Da ist das Einhorn. Da hat so eine Brille. Da ist, weiß ich nicht, ein Kelch oder so und da nochmal eine Brille. Und was ihr da machen müsst, ist das an der richtigen Position mit Glacius einfrieren und dann geht die Tür hier ganz auf. Zack, und dann könnt ihr hier rein und hier drin gibt es immer eine schöne Kiste. Ist übrigens eine Sammlungskiste, braucht ihr also auf jeden Fall für Platin. Das müsst ihr bei allen vier Türen hier im Uhrenturm machen. Dafür müsst ihr einfach nur die Treppen hier hochgehen. Auf jeder Etage ist eine Tür. Hallo Mora? Oh, okay, Hallo Mora braucht man auch. Habe ich noch nicht. Auf dem. Braucht man Hallo Mora? Man braucht Hallo Mora, um hochzukommen. Oder ist hier auch noch eine Treppe? Okay, Leute, ihr braucht auch noch Hallo Mora. Das war mir nicht bewusst. Aber ich glaube nur Level 1, oder? Noch nur Level 1. Ja, Hallo Mora auf Level 1. Und dann könnt ihr hier den Treppen, den Uhrenturm hochgehen und das Rätsel lösen. Würde ich sagen, gehen wir rüber zum letzten Rätsel. Für das letzte Rätsel braucht ihr ebenfalls Alohomora. Und dann gibt es noch zwei Möglichkeiten, wie ihr das Rätsel löst. Entweder indem ihr der Story einfach weiter folgt. Jetzt ein kleiner Spoiler, wer die Story noch nicht durch hat, kurz weghören. Im Laufe der Story müsst ihr das Passwort vom Elfen besorgen, vom Schulleiter, damit ihr in das Schulleiterbüro kommt. Wenn ihr so weit seid, dann bekommt ihr einen Schlüssel bzw. Zugang zu einem Schlüssel. Und wo das Ganze ist, das zeige ich euch jetzt einmal auf meinem anderen Account. Zunächst einmal müsst ihr hier in den Trophäenraum euch porten. Was haben Sie jetzt vor?
Und von dort aus könnt ihr rechts rum bis hier zu diesem Gitter, was ich euch gerade gezeigt, laufen. Und dort ist einmal ein Schloss drauf der Stufe 1. Also ihr braucht auf jeden Fall Lohmora Stufe 1. Später kommen aber noch Schlösser von Stufe 2 und 3. Das heißt, dieses Geheimnis könnt ihr wirklich erst sehr, sehr spät machen, wenn ihr schon Lohmora auf Level 3 habt. Dann geht ihr hier weiter durch und weiter hoch. Und hier noch weiter hoch. Hoch, 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 hoch. Immer weiter. Und dann hier durch die Tür. Und jetzt wäre auf der linken Seite, ist hier normalerweise verschlossen, solange ihr noch nicht das Passwort habt. Hier oben ist das Schulleiterbüro, da müssen wir auch gleich hin. Aber auf der rechten Seite ist das Geheimnis. Und zwar ist hier eine verschlossene Tür. Für euch ist sie verschlossen, für mich ist sie schon offen, weil ich schon den Schlüssel da eingesteckt habe. Und den Schlüssel bekommt ihr, sobald ihr Zugang zum Schulleiterbüro habt. Da habt ihr zwei Möglichkeiten. Also entweder spielt ihr einfach die Story durch, dann kommt ihr hier automatisch hin. Oder ihr fliegt hier auf diesen Balkon am äußeren Außen drauf. Hier kann man nämlich tatsächlich landen. Hallo? Ja, genau. Hier kann man nämlich landen. Wenn man das ein bisschen geschickt anstellt, kann man hier landen. Haben die schon gefixt? Es gab letztens ein Update. Vor dem Update bin ich mir 1 Milliarde % ging das. Ah doch, es geht immer noch. Okay, ist ein bisschen prickelig, aber dann kommt ihr hier hin. Dann geht ihr hier hoch. Hier braucht man Save auch nochmal Lohmora. Hoch, 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 hoch. Und hier gibt es den Schlüssel. Frag mich nicht mehr ganz genau, wo ist er das gewesen? Ah, der Schlüssel der Zulassung. Nochmal ein anderer Schlüssel. Ich weiß gerade nicht, wofür der ist. Spannend. Ich game komplett durch und einfach einen neuen Schlüssel gefunden. Jedenfalls hier gibt es auch den Schlüssel zu dem Geheimnis. Ich gehe dann nochmal gerade hin und zeige euch nochmal, was in der Tür drin ist. Obwohl, nein. Ich habe euch gezeigt, wo der Schlüssel ist, wo die Tür ist. Ihr geht selber da durch. Das sind die drei Geheimnisse und wenn ihr die habt, dann habt ihr die Sammlung auch voll. Lasst gerne ein Like da auf dem Video, das würde mich sehr freuen. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, gerne ein Follow auf den Kanal da lassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.